Hallo, herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge Titan Quest Anniversary Edition. Ja, tatsächlich ist Dumus Claudoculus immer noch unterwegs hier in der Wüste. Und wir schauen uns das hier alles an. Das war die Sphinx, da waren wir ja letzte Folge. Und wir wollten ja noch den Rest abklappern. Und dann wollen wir doch mal schauen, was sich denn in der Pyramide noch verbirgt. Nachdem wir all die finsteren Dämonen erledigt haben. Ups. Und was sich hier sonst noch so Übles rumtreibt. Guck mal, das scheint aber... Die laufen wir mal ab, oder? Ich lauf die mal. Guck mal, da hinten ist eine Höhle. Da kommen wir aber her. Da waren wir schon. Wenn ich mich irre. Mensch. Ach, hier sind mehrere Pyramiden. Pyramiden meine ich natürlich. Da ist nämlich eine kleine Pyramide. Und da ist eine kleine Pyramide. Und in die eine kommen wir nämlich rein. Und dann haben wir ja schon ziemlich soweit. Dann haben wir noch ein paar Nebenquests, die wir erledigen müssen. In Memphis, glaube ich. Nee, gar nicht wahr. In, ich weiß gar nicht mehr wo. Nee, Akt 2, Nebenaufgaben. Ja, doch in Memphis. Bitte des Hohenpriesters müssen wir noch machen. Was soll man für den machen? Besonders unter der Pyramide. Das ist das. Das müssen wir jetzt machen. Gizeh gegangen war, um einen alten Familienwächter zu erwecken. Damit dieser... Guck mal, das haben wir doch auch schon durch. Genau. Dann haben wir aber in Akt 1, da haben wir eine scheinbar hier. Knossos. Aus irgendeinem Grund. Haben wir da irgendwas... verpasst. Ups. 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 So. Ach, wir könnten überhaupt mal die Regeneration ganz kurz wieder aktivieren. Guck mal, das ist nämlich die große Pyramide. Und da ist der Eingang. Da laufen wir jetzt aber trotzdem einmal komplett rum. Standst du vorhin auch schon da? Also, letzte Folge? Monster sind hier eingebrochen. Ich weiß, sie müssen sieht man doch. Werden. Klar. Wenn sie den Sarkophag des Pharao besudeln, dann werden... Das mache ich. Da kümmere ich mich gleich als nächstes drum. Ah, man hat ja so viele Aufgaben als Held, ne? Also, das ist fürchterlich. Immer so viel zu tun. Immer so viel zu tun, ne? Man könnte meinen, gibt nur einen Held. Ring des Lebens, 105 Leben. Aber sonst auch nichts. Ah, die haben nur immer entweder oder. Entweder oder. Oh, das ist eine ganze Horde. Upp. Ja, ich glaube, dann haben wir das Gebiet durch. Jawohl, dann gehen wir jetzt mal in die große Pyramide und schauen mal, wo denn wohl der Sarkophag ist. So, und dann können wir theoretisch wieder zurück. Oh, Kuhfuß. Das ist der Kuhfuß. Ja, weiß auch gar nicht, diese Pyramide, ne? Und ich habe trotzdem irgendwie erwartet, es geht nach unten. Aber es ist ja Quatsch. Es ist schon, macht schon Sinn, dass es nach oben geht. So, wer weiß, was das wieder für Monster waren. Geht vielleicht auch noch weiter nach oben. Vielleicht aber auch nur. Man weiß es nicht. Wir werden es herausfinden. Da ist eine Sackgasse. Hier sind bestimmt auch ganz viele Fallen. Verzierte Steintür. Nein, wir gucken erstmal. Das ist schon die Geschichte mit dem Hinterhalt und so. Das sind ganz schön viele von denen. Da muss ich natürlich auch ein bisschen was einstecken. Was ist das? Das ist der Hundewächter. Machen wir erstmal die auf. Vielleicht führen die auch alle dahin. Vielleicht war da am anderen Ende auch eine und ich habe die noch nicht gesehen.
Ist da wieder eine Tür? Nee, hier geht's weiter. Ach, das kommt bestimmt, weil das hier so schräg nach oben geht. Ja, da hilft dann die beste Lebensregeneration irgendwann auch nichts mehr. So viel, wie man hier teilweise auch einstecken muss. Schrein der Erfahrung. Und der Gerät muss weg, der Gerät muss weg. Keine Schätze. Alles nur keine Schätze. So, ist da so ein Stinkdings dabei? Nein. Finstere Bogenschützen-Mumien. Ja, könnt mir vorstellen, dass es egal ist, welchen Weg man nimmt. Ja, das war, glaube ich, so einer, oder? Nee. Kriegsschwert des Verräters. Ich glaube, das ist was Gutes. Nur brauchen kann ich es nicht. Ja, scheinbar haben wir den richtigen Weg genommen. Amulett des Scharfsinns. Irgendwie habe ich ja jetzt noch mit mehr Widerstand gerechnet. Da war plötzlich was im Weg. So, Nummer 1 haben wir. Dunkle Obelisken, die hasse ich am meisten, am allermeisten. Gut, jetzt sind nur noch normale Gegner hier. Was haben wir hier noch so? Alles Bogenschützen, so wie ich. Natürlich nicht so gute wie ich, aber trotzdem. Du musst Klauduckeles, ist nicht zu stoppen. So, aber Mana ist also Energie, nicht Mana. Müsste ich den jetzt, hätte ich den jetzt mitnehmen müssen? Was war da? X? Y? Z? Nee? X? Also ich hätte schon fast gedacht, oder das ist der falsche, oder was? Hahaha! Das sind aber ganz schön fiese. Das sind so die Wächter von ihm, ha? Die aber leider ein bisschen spät kommen. So, Knochenstab, Geisterrufer, des Verrädels, ja, bla, Amulette Scharfsinns, gravierter Ring. Den nehme ich mit. Ich weiß nicht, war halt so. Guck mal, ach jetzt. Jetzt kann ich den Stab des Kufus nehmen. Ja. Und ich glaube, ich nehme mal einen aus der Pulle. Aber wir gucken uns trotzdem die anderen Gänge noch an, oder? So, und wieder rennt er. Rennt. Ja? Du musst laufen. So, weil da hinten muss ja auch noch... Irgendwas ist doch hier auch noch. Aber wahrscheinlich nichts. Ah, hier geht's jetzt nach unten? Was finden wir, was mögen wir wohl da wohl finden? Bestimmt noch die, hier ist noch die Schatzkammer. Stimmt, ich vergaß. Die Schatzkammer. Die Schatzkammer. Dann sind wir hier auch richtig, definitiv. Fupp. Kufus Fluch? Gut, das wäre dann noch leicht. Also, ich hätte jetzt gedacht, wir müssen da gar nicht mehr hin. Das ist nur ein normaler, also in Anführungszeichen normaler Sarkophag.
So, und der war auch noch eine Falle. Hallo, ich hörte vorhin irgendwie was von Schatzkammer. Ich weiß gar nicht, wer mir das gesagt hat. Aber da war nichts mit Schatzkammer. So, jetzt ist die Frage, ist da hinten noch was? Ich könnte mir nämlich vorstellen. Ja. Dann muss ja hier die Schatzkammer sein, oder? Oh nein. Ja, hier ist der Zoo. Hier hat der Pharao seine... Oh, wir könnten auch mal... Warte mal. Oh. Machen wir Lebensenergie? Ja, machen wir. Machen wir das über diesen Weg? Es läuft ganz gut. So, aber ich habe fast so die Befürchtung. Er wollte mich beißen. Ja, das mit der Lebensregeneration, das ist schon ganz gut, aber es dürfte fast gern noch ein bisschen mehr sein. Aber so, wenn man so bestimmte Wege einfach nur abläuft, ist das schon super. Ah, stirb. Armes Tier. So zu erwarten, oder? Mach jetzt einfach das dunkle Gerät weg. Und das ist nämlich noch ein dunkles Gerät. Ich stell mich direkt davor. Ja, ich könnte mich gar nicht von allen Seiten erwischen. Königliche Kiste. Ah, endlich! Der Schatz! Welcher Schatz? Hat hier einer Schatz gesagt? Ich habe nichts gesagt. Ich habe auch nichts gehört. Ring des Geistes. Ja, ich nehme mich mal mit. 135 Leben. Ist ja eigentlich super, oder? Ja, weiß ich nicht, aber... Nee, nicht so wirklich. Also da ist auch nichts mehr. Also hier sind wir eigentlich durch. Jetzt ist die Frage, ob wir eben zu Fuß laufen. Weil da ist ja noch ein Gebiet, in dem wir noch nicht waren. So, so ein Verbindungsgebiet. Und in dem waren wir nämlich noch nicht. Da hinten, also wenn wir da hinten durchlaufen, dann müssten wir eigentlich auch in die Stadt kommen. Ich könnte mich natürlich teleportieren, aber ich sag mal inventarmäßig, das sieht eigentlich noch gut aus. Obsidian, 35 Schaden. Ich glaube, der ist gar nicht schlecht. Vielleicht. Weil das müsste jetzt eigentlich nur so ein Gebiet sein. Ohne tieferen Sinn. Aber vielleicht finden wir sogar noch eine Höhle. Da ist irgendwas. Ich weiß nur nicht was. So, würde jetzt tatsächlich aber erstmal außen rumlaufen. Ne, wie ich das gehört. Für ein Abenteurer. Erstmal ein bisschen außen rum. Ja, erstmal die Grenze abstecken. Oh, 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 oh. Genau, so habe ich mir das nämlich vorgestellt. Und dann sind wir nämlich hier und da müsst ihr jetzt gleich auch... Ich weiß gar nicht. Da hinten muss irgendwo das Tor sein. Genau, das hatten wir nämlich geöffnet, aber da waren wir nicht durchgelaufen. Wir waren erst durch die andere. Also wir haben... ja, ihr wisst schon, was ich sagen will. Da laufen wir auch gleich noch wieder hin und geben den ganzen Kram ab. In der Hoffnung, dass ich mich noch erinnern kann, wo das überall hin muss. Ich weiß gar nicht mehr, wo die Schwester war zum Beispiel. Aber ich glaube, das war auch erledigt, oder?
Ganz schön anstrengend, so ein Heldendasein. Was man sich alles rumschlagen muss. Na, was haben wir da noch? Na, dich kriege ich auch noch. Was haben wir hier denn Schönes? Haben wir denn da was Schönes? Wo ist da was Schönes? Ah, da sind so kleine Sphinxen. Ist das das Gebäude, was wir vorhin... Ja, Tatsache, das ist es auch. Die Frage ist, ob da was ist. Nee, nicht richtig. Da ist nochmal was. Zumindest ein Gesundheitstrank. Gravierter Scharfsinns. Nein, ach, scharfsinnig bin ich doch. Ne, da geht's auch nicht mehr rein. Ich hatte ja irgendwie noch erwartet, dass es da noch irgendwo reingeht. Wenn ich ehrlich bin. Aber nein, scheinbar nicht. Hatte ich jetzt irgendwie? Schon gedacht. Oh. Das ist auch ein tiefes Grollen. Ach, ich wollte gerade sagen, die letzte ihrer Art. Ne, das war's. Da ist nichts. Ja, wir haben das schon alles ganz gut so abgegraben, so wie das aussieht. Ja, der Milchjagd können wir ja mal, den nehmen wir mit, auch wenn wir ihn nicht mehr brauchen. So, der ist nicht mehr angegangen. Der macht auch keinen Sinn. So, jetzt ist die große Frage. Wo wir denn als nächstes hin müssen? So, denn ich denke mal, jetzt müssen wir einfach den Pharao müssen wir jetzt finden. Ich weiß gar nicht, müssen wir die Schwester noch finden? Ich glaube nicht, oder? So, dann halt mal gucken. Tefibi, jetzt gehen wir erstmal Tefibi. Tefibi. Ne, das ist ein Kleriker. Ne, da wollten wir auch nicht hin. Das war hier oben, ne? Das ist Zazamagaraka. Soll ich meinen Augen trauen? Ja, kannst du ist ruhig. Ist das der Stab des Khufu? Aber hallo. Osiris möge deine Feinde schlagen. Ich muss dich reichlich dafür belohnen. Hier. Ich trau dem ja nicht wirklich, ne? Mit diesem Stab haben wir Autorität. Mit Autorität die Führung. Mit der Führung darf Memphis im Kampf gegen die Monster wieder Hoffnung schöpfen. Sehr gut. Nee, jetzt wollen wir erstmal die Schwester wollen wir erstmal suchen, glaube ich. Da? Genau wie ich befürchtet hatte. Aber den Göttern sei Dank. Unas lebt. Ich war gerade noch rechtzeitig da. Seiest du Fremder für deine Hilfe. Ach, kein Problem. Dieser Wächter war nicht unser einziges Familienerbe. Nimm das. Es könnte nützlich sein. Ah, wer weiß, man weiß ja nie. So, wir haben auch langsam ein bisschen wieder was eingesammelt schon. So, und jetzt geben wir mal den Stab und die Dings ab. Und dann dürfen wir wahrscheinlich dadurch. Ah, das Auge des Chaos. Jawohl. Und die Hand des Gleichgewichts. Ja. Zusammen bilden sie das Zepter der Ewigkeit. Ah. Ein Artefakt von großer Macht. Hätte ich mir auch denken können. Jetzt wollen wir uns beeilen und die Zeremonie begehen. Essenz von... Gut. Und zwei Attributpunkte. Machen wir mal. Weiß ich, ob ich auch vielleicht... Ne, wir machen jetzt erstmal Geschicklichkeit weiter. Da haben wir nichts mehr, ne?
Ja, da haben wir gar nichts gekriegt. Die hätte ich viel lieber gehabt. Das kann nicht sein. Wie konnten wir versagen? Wie wir? Du? Alles, was wir versucht haben, war umsonst. Es ist mir klar, dass die Götter uns nicht helfen können. Jetzt sind wir wahrlich auf uns allein gestellt. Wir dürfen niemals aufhören, es weiter zu versuchen. Der Telkine, der in Ägypten sein Unwesen treibt, hat viele Orte verwüstet, ja, die vom Orden des Prometheus bewacht wurden. Und jetzt? An diesen Orten werden mächtige Artefakte aus dem alten Krieg aufbewahrt. Ganz bestimmt sucht der Telkine etwas. Wegen der geheimnisvollen Kräfte dieser Artefakte hat der Orden diese Orte seit Tausenden von Jahren bewacht. Aha. Es gibt jetzt nur noch einen Ort in Ägypten, der noch unberührt ist. In meiner Blindheit habe ich all dies übersehen, denn ich glaubte, die Götter würden uns retten. Aber? Ich war ein echter Narr. Aber hallo. Du musst mir auch schon zum Grab aufgefallen. Des Ramses gehen, dem letzten Ort im Tal der Könige. Fahre den Nil hinauf nach Theben und von dort zum Tal und zum Grab. Achte auf Spuren, die der Telkine auf seinem Weg hinterlassen hat. Was immer er auch sucht, er darf es nicht in die Hände bekommen. Wenn du diese Aufgabe erledigt hast, treffen wir uns in Theben. Nun, da wir bei der Rettung der Menschheit nicht auf die Götter zählen können, müssen wir auf unsere Helden zählen. Geh jetzt. Er hört sich ein bisschen an wie die Arschkarte. Echt. Was so? Ja, die anderen können sich... Ja, musst du jetzt. Total geil. So, mir fehlt ja immer noch. Also wir haben hier die Nebengeschichten. Haben wir ja, wenn ich das richtig weiß, haben wir das alles erfüllt hier. So, bis auf in Akt 1. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das ist. Wahrscheinlich auch nicht. Sie erhalten Tränke und 5000 Erfahrung. Gut, das rettet mich jetzt auch nicht richtig raus. Ich denke mal, das lasse ich jetzt einfach mal weg. Hauptaufgaben haben wir noch genug. So, ich muss jetzt aber ein bisschen was verkloppen. Und, na, können wir mal da nicht gehen? Kann ich dir helfen? Das weiß ich noch nicht. So, das möchte ich vielleicht sogar noch tatsächlich behalten. Das kann definitiv weg. Das finde ich eigentlich, glaube ich, ganz gut. Aber ich brauche es nicht, ne? So, 1000. Ist jetzt auch nicht so besonders. Also schon, aber jetzt für mich nicht. Was brauche ich dafür eigentlich? Stärke erforderlich und Geschicklichkeit erforderlich. Könnte ich natürlich, hätte ich mit dem Schild. Wisst ihr noch, das eine Schild, was ich da... Aber ich glaube, das ist jetzt weg, ne? Oder? Ja. So, also der kann definitiv weg. Das, glaube ich... Ne, ich finde den Schaden, den ich... Also mit dem Leben, das klappt momentan ganz gut. So, der Ring, der kann, glaube ich, definitiv... Ah, der hat aber natürlich... Aber dafür ist da viel Leben drauf. Aber ist egal. Was sind das? Armfeder, das kann definitiv weg. Das kann auch weg. So, ansonsten haben wir hier tatsächlich nur noch Gelump. Das denke ich mal... Achso, warte mal. So, da ist auch nichts drin. Ich glaube, dass ich das... Ich weiß nicht warum, ich will es irgendwie Mögen behalten. Die Götter dich beschützen. Wo können wir denn... Aber haben wir nicht hier irgendwo auch... Wo ist denn der Kollege, der hier immer auf mein Kram aufpasst? Oder ist der hier gar nicht? Das könnte natürlich sein, dass der nun gerade nicht hier ist. Nee, der ist ja auch nicht. Das heißt, also ich werde jetzt zwischen den Folgen, das heißt, wir machen jetzt Schluss. Und ich werde zwischen den Folgen den Kram einfach in der Kiste abladen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir dann weiterreisen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.